Ein DAX-Wert, der sich im Kurs halbiert hat? Ob es sich hierbei um ein echtes Schnäppchen oder ein fallendes Messer handelt, darüber wollen wir heute in der Chartanalyse sprechen. Strom, Benzin oder Lebensmittel, viele Dinge des täglichen Bedarfs sind in letzter Zeit deutlich teurer geworden und Mode steht dabei vielen Verbrauchern nicht ganz oben auf der Einkaufsliste momentan. Das ist aber nicht das Einzige, was vielen Modehändlern aktuell das Leben schwer macht. Bestes Beispiel Zalando. Der Umsatz ist im letzten Quartal gesunken, aus dem Gewinn ist sogar ein Verlust geworden. Die Zalando-Aktie hat sich seit Jahresanfang fast halbiert. Mittlerweile ist das Unternehmen nur noch knapp 10 Millionen Euro an der Börse wert und das macht auch die Konkurrenz neugierig. Zuletzt häuften sich die Übernahmegerüchte, der Zara-Mutterkonzern Inditex könnte an einer Übernahme von Zalando interessiert sein. Grund genug für uns den Zalando-Chart mal genauer anzuschauen und das machen wir heute mit unserem Kollegen Stefan Klotter. Hallo Stefan. Hallo Julian. Stefan, sieht der Chart aus technischer Sicht genauso trüb aus wie das aktuelle Geschäftsumfeld? Ganz im Gegenteil, der Chart von Zalando ist den Weg bereits gegangen, den der Chart von BASF noch gehen muss. Und das ist eine sehr gute Nachricht für Anleger, die bei Zalando einsteigen wollen. Interessant. Was genau hat jetzt BASF mit Zalando zu tun, aus charttechnischer Sicht? Können wir kurz mal reinschauen. Einfach BASF, nochmal ein Check. Das ist eine Langfristbetrachtung, für die ich immer wieder gesteinigt werde. Wir sehen hier Aufwärtstrend über Jahre hinweg. Anschließend allerdings Trendwendeformation, Rounding Top mit integrierten Doppeltop. Und jetzt arbeitet sich der Kurs sukzessive spiegelbildlich nach unten ab. Im Gegensatz dazu Zalando, da ist die komplette Rounding Top Formation bereits abgearbeitet. Die Formation hier ist vollendet und jetzt ist die Gelegenheit, eben nach Norden auszubrechen. Zwei grüne Kerzen in aufeinanderfolgenden Tagen und aktuell geht es wirklich Richtung Norden. Jetzt könnte man sehr kurzfristig einsteigen und da winken Kursziele anfänglich 42 Euro und dann kann es tatsächlich bis 50 Euro hochgehen, weil diese Formation ist abgearbeitet. Ausbruch aus dieser Formation nach oben, das sind wirklich sehr gute Nachrichten für eventuelle Zalando-Anleger. Habe ich das richtig verstanden? Der Ausbruch hat also schon begonnen. Ja, heute, wir sehen die Zalando-Aktie ja kräftig im Plus am Freitag. Der hat jetzt begonnen eben. Wir sind aktuell, gehen wir aus dieser Formation raus. Okay, was sind dann die nächsten Kursmarken, die Anleger im Blick haben sollten? Auf dem Weg nach oben. 42 Euro im ersten, da ist ein kleiner Widerstand, der muss überwunden werden und anschließend kann es tatsächlich bis 50 Euro gehen. Sehr interessanter Vergleich, Stefan. Wir sehen also ein Industrieriese wie BASF und ein Internethändler wie Zalando gar nicht so unterschiedlich, wie man auf den ersten Blick vermuten möchte. Das war unser Chartexperte Stefan Klotter. Danke, Stefan. Gerne, Julian. Die Zalando-Aktie. Kommt nach dem langen Tal der Tränen nun endlich die Trendwende? Unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter sagt ja. Wie sehen Sie das? Haben Sie die Zalando-Aktie im Depot oder spielen Sie vielleicht mit dem Gedanken, zu den jetzigen Kursen zuzugreifen? Schreiben Sie es uns in die Kommentare.